So Leute, was geht ab? Und zwar bin ich wieder back mit einem neuen Prank am Start. Also, du weißt ganz genau, jetzt geht's wieder volle Karacho los mit Pranks. Und ich habe mal wieder den Icon geprankt, Leute. Auf jeden Fall müsst ihr wissen, dass der Icon sehr, sehr eitel ist. Also, der kommt auf so peinliche Bilder oder so gar nicht klar. Der will, dass man die direkt löscht. Und ja, ich habe mir dann jetzt etwas ausgedacht. Dafür, dass der aber peinliche Bilder auch von mir macht, habe ich mir etwas überlegt. Und zwar, warum erstelle ich kein Video mit peinlichen Bildern von Icon und zeige das ganz vielen Menschen. Und ich habe mir überlegt, wo könnte ich das machen, wo könnte ich das machen. Ja, ihr habt es bestimmt schon am Titel gesehen. Im Kino, da wo normalerweise Werbung vor dem Film kommt, wird diesmal ein schönes kleines Video von Icon, von Icons, ja, besser gesagt, dunkler Vergangenheit auftauchen. Ich habe mir einige alte Bilder ausgesucht und ihr werdet Icon nicht mehr wiedererkennen. Leute, ich garantiere es euch. Zieht euch das Video rein. Viel Spaß mit dem Video. Peace. So, wir sind jetzt kurz vor dem Kino. Icon wartet schon vor dem Kino, also ist es quasi nur noch um die Ecke. Wir haben uns den Seitenweg ausgesucht, damit er uns nicht sieht. Wir werden jetzt dahin laufen. Mo hat sich bereit erklärt, heute mal ausnahmsweise unauffällig zu filmen. Die Kamera, ihr kennt sie inzwischen, das ist eine Legria, die ist so groß wie mein Handy ungefähr. Ja, der wird die Kamera ein bisschen flach halten, also seid nicht sauer, wenn die Aufnahmen nicht so perfekt sind. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß damit. Ich weiß nicht, wie er reagiert. Was meinst du? Wird er sauer sein oder wird er darüber lachen können? Ich glaube, der wird im Erdboden versinken. Ich glaube, der wird lachen, aber innerlich nicht zeigen, dass ihm das verletzt. Kennst du das so, wenn du keinen Konter drauf hast gerade? Egal, auf jeden Fall sehen wir uns gleich und ja, peace. Ich hab Geburtstag. Nein, hat er nicht. Ich bin der Ältere. Ja, die ist jetzt auf Klo. Wir haben uns die Tickets gerade gekauft. Ich weiß nicht, ob man das, hast du das gefilmt gerade? Ja. Okay. Die ist gerade nicht so gut gelaunt. Keine Ahnung warum. Ey, guck mal. Geh am besten jetzt die Kameras anmachen, ne? Und wenn er jetzt gleich kommt, sage ich, du bist kurz runter. Runter. Und dann okay. Kommst du einfach von da hinten an, erklär mal den Übersinn. Soll ich jetzt sowas gehen? Ja, ja, geh einfach jetzt. Wir sind gerade dabei. Hier ist auch eine Kamera, du bist gerade auf YouTube. Was denn? Jetzt kurz runter. Jo. Was geht, alles klar? Alles gut? Ja, ja. Wie habt ihr das? Scheiße, oder? Scheiße. Ey, wo hast du die Bühne? Du hast dich auseinandergesammelt. Hör auf damit. Scheiße, wo hast du das? Wo deine Schwester? Alter. Okay, jetzt kann man es ja sagen, der ganze Saal war eingeweiht. Oh, aber ich schäme mich gerade, ich komme nicht gar nicht hoch, ne? Komm mal kurz hoch. Komm mal ganz kurz. Ich schäme mich nicht mehr hoch. Ganz kurz, ganz kurz. Schäme dich nicht mehr. Scheiße, wir gucken uns jetzt einfach ganz normal den Film an.
Sag mir jetzt nicht, das ist auch kein Film hier, Alter. Hier kommt ein Film. Boah. Ey, wann wird das dunkel? Was ist denn? Er reicht doch jetzt. Oh, ich schwitze mehr zu. Der Applaus ist für mich nicht immer hoch. Guck, wie rot seine Augen sind. Ich trau mich nicht mehr hoch, ey. Was ist das? Konno war ganz kurz hoch, der kommt nicht mehr hoch. Ganz kurz mal. Hey, geht nicht. Es müsste jetzt dunkel werden. Boah. Was hast du jetzt gedacht? Sag mal ehrlich, von deinem Namen stand. Hast du gedacht, das ist eine Verwechslung? Nein, ich wusste, okay, jetzt kommt irgendwas auf mich zu, aber dass du im Kino was klärst, ist schon hart. Boah. Englisch, ja, Mann. So. Ist er gewachsen? Wer? Dein Pimmel. Weißt du, was er sagt? Das war ein Witz. Weißt du, was er sagt? Ist der gewachsen, der so wer? Dein Pimmel. Wann hast du das gecheckt? Hast du es direkt gelesen? Nein, erstmal diese Buchstaben und danach die Lichter, nein. Lichter, okay, krass. Jo Leute, das war's vom Video. Und ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich will auf jeden Fall nie wieder rein. Gib für dieses Video einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Ja, abonniert unseren Kanal, falls ihr mehr Pranks sehen wollt, denn es wäre auf jeden Fall... Was war das für ein Film, dass das in der Woche voll ist hier? Das war nur so eine besondere Vorstellung, aber du hast es ganz verpasst. Wir haben es auch verpasst. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Snapchat. Bis dann, Leute. Peace. Ja komm, ich geh da nicht mehr rein. Also ist das dein Ernst? Komm, wir lassen mal den Film, den ich sehe. Ich guck mal, das geht nicht mehr rein. Da sieht dich doch keiner. Nein, trotzdem. Ich guck, sogar wenn ich rauskaufe, Sachen muss ich auch machen. Was haben wir? Nein, mal kein Bock. Geht dann. Oder chillt da, ich schau da nach. Nein, ich schwöre, ich geh nicht mehr rein. Okay, auch einmal. Nein, warte.